Hashtag 1 Single Summon, Hashtag 1 Single Summon, let's go! Was geht ab, meine Z-Fighter, Osiri hier. Und ja, Jiren ist tatsächlich aus einem Single Summon gedroppt im japanischen Dokkan Battle. Und deswegen gibt es hier einen Shoki zu Jiren, aber auch zu seiner Kategorie selbst. Denn er ist der Kategorie der Universe Survival Saga. Deshalb gibt es auch in dem Sinne Showcase zum neuen Awakening von Kefla, Kalifla, Kale. Und zum neuen Super Saiyan 2 Kale. Ich habe sie auf 100% gebracht. Ich würde aber objektiv betrachtet euch nicht empfehlen, sie auf 100% zu bringen. Aber ich sage immer, ist cool, beziehungsweise ich mag das gern, wenn ich dem Spiel einen persönlichen Touch gebe, persönliche Vorlieben habe. Wenn ich da Charaktere mag und ich sie cool finde, dann bob ich sie ohne Bedenken auf 100%. Super Saiyan 2 Kale ist eine davon. Falls ihr das dennoch machen wollt, ich rate eigentlich davon ab. Aber ich habe sie auf Level 20 Dodge gebracht und Level 6 Additional Attack. Warum? Sie ist nur eine Supporterin, heißt, sie wird nicht so viel Schaden machen, obwohl die Schaden dann eigentlich solide ist, aber da sie nur supportet, wäre es cool, wenn sie dodged, einiges dodgen könnte, weil sie dann wahrscheinlich viel Schaden bekommen wird. Sie gibt der Universe Survival Saga Key plus 2 den Charakteren und Attack und 30%. Und dann bin ich auch auf Level 6 Additional Attack gegangen, weil, wenn sie ultet, sie die Verteidigung des Gegners senkt. Und ja, mein Uigoku Free to Play ist auch auf 100%, aber das wissen wir schon. Ich habe es ihn auch Showcased, das könnt ihr euch gerne ansehen. Schaut dann mal auf jeden Fall auf der Playlist Dokkan Battle Showcases vorbei. Dann haben wir natürlich ganz klar noch Jiren. Jiren ist nämlich der Leader der Universe Survival Saga. Er gibt diesen Charakteren der Kategorie Key plus 2 auf HP und auf 120% oder Strength Charakteren Key plus 2 HP und HP Attack Death 40%. Er ist bei mir leider auf SA 6, aber wir werden mal gucken, ob wir den Friend auf SA 10 haben. Er macht immense Damage durch die Ulti und tut die Verteidigung des Gegners stark verringern. Seine Passive Attack und auf 120%. Und er hat eine Medium Chance, alle Gegner zu stunnen. Also der Junge hat es auf jeden Fall in sich. Und er ist natürlich, klar, der neue Int Uigoku, sage ich mal. Denn dieser Dude hat noch kein Dokkan Awaken, kein Dokkan Event. Er ist so wie damals der Int Uigoku rauskam. Soll nichts heißen. Wir werden aber an der Stelle gegen das Dokkan von Int Uigoku sein. Uigoku Ultra Instinct kämpfen. Denn Shiren ist ja der einzige Charakter, der mehr Schaden gegen ihn macht. Dann wollen wir mal sehen, wie viel Schaden denn er wirklich macht. So, dann wollen wir uns das Ganze mal ansehen und wir sehen direkt, Jiren ist in der Rotation und der Friend Jiren, das sind beide in der Rotation, aber der Friend ist auf SA10, also haben wir da auch quasi einen, der auf SA10 ist, in der SA10 Showcase, aber ihr seht schon, Godku ist gestunt, dank Jiren, also der Dude, der ist total verrückt, der ist total verrückt, gucken wir mal, wie viel Schaden er macht, denn er macht vermehrt Schaden gegen Goku, das werden wir gleich sehen, denn sobald Jiren im Feld ist oder angreift, ist sein Special Skill da getriggert. Ihr habt es gesehen, vielleicht orange. Und die Ulti von ihm ist übertrieben cool. Wirklich sehr, sehr cool. Eine sehr coole Ulti an der Stelle. Aber Kale. Kale ist auch eine Beste geworden. Ich habe einen Dupe für Kale. Ja, für Kefla auch. Sie sind beide auf SC10. Kalifla auch SC10. Und wir sehen schon, was sie drauf hat. GG. Denn ihre Passive ist, sie bekommt auf den Angriff 120% und macht eine Additional Attack. Und diese hat eine super High Chance, dass eine Ulti ist. Wir haben es gesehen, was sie drauf hat. Gut, Goku Blue, wir sind bei Goku Blue und, oh, okay, wir haben jetzt zwei physische Charaktere, aber wir werden auf jeden Fall Kalifla mit Kale in eine Rotation lassen. Und das Geile ist, sie geben sich, naja, leider, okay, geil nicht, ich hätte da wirklich lieber mehr Angriff-Linkskills gehabt, aber sie geben sich so viele Key-Linkskills, dass wir uns über Key keine Probleme machen müssen. Aber auf der anderen Seite brauchen wir natürlich die Orbs für Kefla, nur Kefla kann jegliche Orbs einsammeln nach dem Awakening. Sie muss nicht zwingend physisch Orbs einsammeln, bekommt dann dafür auf den Angriff und auf die Verteidigung 12%. Kalifla SA10 mit ihrer Ulti gegen Goku Blue. Okay, wir dürfen mit Schaden an sich nicht viel erhoffen, aber Dodge ist geil. Warum sage ich das? Weil Goku ist der Tank hier und also wirklich in diesem Dokkan-Event macht nur Jiren vermehrt Schaden. Alle anderen Charaktere, der Damage aller anderen Charaktere ist leider Gottes gehandicapt, sage ich mal. Sie machen nicht den vollen Schaden. Sonst wäre das auf jeden Fall viel, viel mehr. Ne? Vertraut mir, die machen auf jeden Fall gut Schaden. Anyways, aber ich würde auf jeden Fall in das Event von Uigoku, denn Jiren, ihr habt es gerade gesehen, ja. Seine Passive Skill ist getriggert, er macht einfach vermehrt Schaden und er hat ihn wieder gestunt. GG. Literally GG. Gut, wie machen wir das? Heißt, ja, ich muss mir keine Sorgen machen. Er ist gestunt, Kale lassen wir drinnen. Super Saiyan 2 Kale können wir rausrotieren. Yes, die Supporterin, machen wir das Ganze so.
Und dann gucken wir, was sie denn hier auspackt. Die Ulti, die ist total geil. Also wirklich, die Ulti haben sie geil gemacht. Und das ist noch nicht awake the form, heißt, da kommt noch eine bessere Ulti vielleicht, ja. Aber selbst vielleicht, die wird wahrscheinlich noch heftiger aussehen, wie die, als sie jetzt ist. Und die ist schon sehr, sehr gut. Super Saiyan 2K, let's go, was macht sie? Fuck! Die Ulti ist auch nett, ja, das ist von einem Teamspiel. Oh, Additional Ulti, nice. Von einem Duo mit Kalifla, ja, die Ulti, ganz klar. Ihr Gegenstück ist dann Free-to-Play Kalifla, das Stank-Type. So. Okay, diesmal gab es keinen Stun, aber wir haben hier natürlich dann unsere zwei Universe 6 Warriors und Giro haben wir auch dabei. Let's go. So, Kalifla. 90% auf den Angriff bekommt sie nach ihrem Awakening. Wenn sie kontert, Ultis kontert, macht sie tremendous Power. Und ansonsten die Dodge-Mechaniken gleich geblieben, mehr oder weniger. Alright. Jetzt wird's spannend. Oh, ich weiß gar nicht, ob wir das Event schaffen, wenn ich ehrlich bin, Freunde. Weil er kann uns ja one-hitten. Er kann uns ja one-hitten potenziell. Das habe ich total vergessen. Egal, wir schauen mal. Wir schauen mal, wie viel Schaden denn wir machen. Wir haben Jiren dabei, let's go. Irgendwas muss er reißen, der Dude. Deswegen habe ich ihn jetzt erstmal gesealt. Komm, Jiren. 700.000, okay. Wenn ich ehrlich bin, habe ich eigentlich viel mehr erwartet an Schaden bei Jiren. Das Ding ist halt, ja, Ugoku ist tanky, aber Jiren macht halt vermehrt Schaden, wisst ihr, was ich meine? Also Attack mit F plus 120% ist sehr, sehr gut. Wir haben Double 120% Boost. Ich weiß, eigentlich hätte ich wirklich mit einem Crit, haben wir einen Crit gesehen, ich denke nicht, fast 1 Million. So habe ich, das habe ich im Kopf, dass ich damit rechne gerade. Okay. Jetzt an der Stelle riskieren wir, dass Kalifla dodged. Auf jeden Dodge riskieren wir das. Oder sagen wir, nee, wir gehen auf Nummer sicher. Was sagt ihr? Beziehungsweise, ja, ich könnte nur nichts sagen an der Stelle. Aber wisst ihr was? Wir wollen hier, ja, wir wollen auch Kalifla showcasen. Deswegen riskieren wir es einfach mal und gucken, ob sie dodged. Wenn nicht, ist halt Trip gewesen für uns. Egal. Bitte dodge, lass mich nicht bereuen, lass mich nicht bereuen. Dodge! Okay, Round 2, ihr habt nichts gesehen, ja. Runde 2. Ihr habt nichts gesehen. ja. Müsst ihr auf jeden Fall erstmal aufpassen. Sealen, wie wir das auch vorhin gemacht haben. Und dann, genau, machen wir einfach mal weiter. Ja, kommt davon, wenn, ja, kommt davon. Muss man eben auf Nummer sicher gehen. Egal, macht nichts. Let's go. Und so haben wir hier jetzt gezielt. Und Giro sorgt hoffentlich für den nötigen Schaden. Let's go. Zeig uns, was du drauf hast. Sehr cool, solide. Ach, Additional Ulti. Let's go. Also unser Friend ist an der Stelle gedupt. Haben wir gemerkt. Oh, sehr gut, alles klar. Und Kalifla. Kayle. Okay, wir haben ihn fast wirklich. Das lief ja besser als in Runde 1, sag ich mal. Anyways, Leute, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat und ey, ihr seht. Kalifla. Hab ich halt Kalifla zu ihr gesagt? Kayle. Kayle legt auf jeden Fall los. Dann gebt den ganzen Like. Und wenn ihr neu hier seid, lasst auf jeden Fall ein Abo da. 3 Additional Ultis. Das ist, glaub ich, ein Like wert, oder? Kayle hat hier Goku im Alleingang zerstört. Let's go. Im Alleingang nicht, okay. Aber ihn gefinished. So, jetzt bin ich wirklich drauf gespannt, denn zum einen werde ich auf jeden Fall den physisch Ui Goku mit Jiren in eine Rotation lassen, denn sie geben sich gerade die Power. Das sind 15% auf den Angriff, wenn mich nicht alles irrt und täuscht. Yes, 15%. Ne, das war das hier. Yes, 15%. Und genau, Ui Goku hat auch den Typenvorteil hier. Deswegen machen wir das Ganze so. Let's go. Ja, wir können ihn nicht sehen und nicht stunnen, heißt Jidens zweite Pässe bringt hier quasi nichts, deswegen müssen wir hier auf pure Stärke setzen, ja. Stärke ist absolut, wie Jiden sagen wird. Ja, Stärke ist Gerechtigkeit, Stärke ist GG, ja. In Jidens Augen. Und jetzt, also die Ulti haben sie echt geil gemacht. Und wie gesagt,
Da ist der Schaden. Jetzt kommt der Schaden. 1,3 Millionen. Let's go. Genau das wollte ich sehen. Das habe ich von ihm erwartet, wenn ich ehrlich bin. Und er ist nicht mal awake. Ja, der Junge wird auch... Der wird übertrieben. Der wird noch insane. Wird auf jeden Fall noch insane. So, dann gehen wir wieder mal die ganzen Strength Orbs. Oh, und hier, ja, nicht vergessen, ja. Kefla kann egal welchen Key einsammeln und bekommt für egal welche Key... Attack und Death plus 12%, nicht mehr physisch gehen, nicht mehr physisch gehen. Sie ändert zwar noch Ints in physisch Orbs, aber egal für welchen Orbs, welche Farbe sie einsammelt, sie bekommt auf ihren Angriff und auf die Verteidigung 12%. Let's go. Ach, der Gideon von vorhin war sogar meiner. Heißt, SA6 Gideon hat 1,3 Millionen Crit gedrückt. SA10 macht auf jeden Fall noch mehr Schaden, ganz klar. Jawohl, genau das wollte ich sehen. Additional Ulti, let's go. Genau sowas wollte ich auch sehen, ja. Diesen Schaden von Kefla an der Stelle. Und das ist noch weitaus mehr, weitaus vielleicht nicht, aber es wäre eigentlich mehr, weil wir wissen ja, nur Gideon macht die vermehrt Schaden, ansonsten ist Ui Goku tanky gegen jeden. Let's go, aber jetzt kämpfen gegen Ultra Instinct Goku und davor war das der Ultra Instinct sein. Und jetzt will ich es auch wissen, was hier abgeht auf jeden Fall. Jetzt will ich auf jeden Fall auch wissen, was hier abgeht. Wir haben Gideon drin, er macht vermehrt Schaden, Ui Goku kann das Ganze, denke ich mal, mit seinem Typenvorteil tanken, Kale auch. Ja, perfekt, passt doch. Das sieht doch schon mal ganz gut aus hier an der Stelle. Die ganzen Int-Orbs lassen wir für Kefla nächste Runde, wenn sie reinkommt. Dann hat sie sehr viele Orbs auf jeden Fall auf dem Feld. Und guck mal, was da dann abgeht. Und... Ja. Okay, Ultra Instinct Goku ist dennoch sehr, sehr tanky und hat sehr viel Leben. Oh, Ulti von Ultra Instinct Goku gegen Ultra Instinct Saiyan Goku, okay. Aber die Ulti sieht so geil. Haben die Ulti so gut gemacht, wenn ich ehrlich bin. Was hat die davon? Also ich finde es auf jeden Fall sehr gut. Muss ich ehrlich sagen. Aber, ja, Kels Ulti ist auch geil. Ja, boom, wie man wie. Ah, leider keine Ulti, okay. Macht nichts. Macht nichts. Gut, aber wir bekommen Schaden. Wir sehen es, ja. Da müssen wir auch ehrlich sein, dass Ultra Instinct Goku natürlich viel Schaden macht. Ah, uff. Genau diese Anzahl an Orbs wollte ich sehen auf dem Feld. Let's go. Ja, egal, wir rotieren einfach Gido mal raus. Passt. Hin uns aber. Dann gehen wir auf Nummer sicher und gucken mal, was jetzt Kefla zu bieten hat. Let's go. Leider nicht ihr voller Schaden, ja. Warte, was im Hinterkopf. Aber, oh mein Gott, sie tankt auf jeden Fall. 62, ja. Nichts. 1,1 Millionen Angriffsstats. Komm schon, Kritte. Ein Dupe hat sie. Leider kein Crit. Das wären deutlich mehr. Aber jetzt kommt ein Crit. Schade, schade, schade. Aber die Ulti gegen Kefla, oh je. Oh je. Wie gut wird sie das tanken? Vorhin haben wir, glaube ich, 50.000 bekommen. Auf Ui Goku. 27.000. Easy. Free Elo. Ja, unsere Supporterin. Dodge! Additional Ulti, okay. Aber Dodge! Schade. Level 20 Dodge. Not beginning. Not today. Und Gido. Stärke ist absolut. Alles klar. Aber er ist auch auf jeden Fall sehr tanky. Seht ihr das? Sehr, sehr cool. Also ich finde die Charaktere echt geil. Die neuen. Muss ich ehrlich gestehen. Jeden. Wirklich jeden. Das Team an sich finde ich auch sehr cool. Das sind quasi fast Universe 6 Krieger. Kriegerinnen. Ich werde auf jeden Fall mir noch Kaba holen. Den Free-to-Play-Kaba. Sein Event ist ja auch online. Da mache ich noch SC10. Gideon hat's beendet. Und dann werde ich ihn auch auf jeden Fall holen. Denn dann hatten wir quasi Gideon als Leader und nur Universe 6 Warrior. Also das Team würde ich auch auf jeden Fall sehen. Da würde ja im Prinzip dann nur Kaba fehlen, statt physisch Ultra Instinct sein Goku. Anyways, Leute, ich hoffe, das ganze Showcase hat euch gefallen. Zu Gideon selbst, zu den neuen Charakteren, zu ihren Awakenings. Bisschen auch so natürlich. Das ganze Team, mir ging es dann mehr um das Team selbst, Universe Survival Saga. Mit dem neuen Kategorie-Leader Gideon. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like, lasst mir Feedback da, wie euch das, wie das gefallen hat. Was hattet ihr von den Charakteren, was hattet ihr vom Team selbst? Ihr wisst, ich habe da meine Augen offen in den Kommentaren und beantworte auch gerne eure Kommentare und Nachrichten etc. Aber da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Anyways, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.